Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das mal eben. Da unten zwei Stück. So. So. Und so. Sehr gut. Jetzt aber mal ab hier zum... hier, Macerator. Der müsste die Speed... Ja, genau. Der hat die Speed-Upgrades. Ah, aber keine Energie. Stimmt. Ha. Verdammt. Also brauchen wir einen Maschinenblock, wenn ich mich recht entsinne. Muss mal eben gucken, ob ich das Rezept noch aus dem Kopf weiß. Maschinenblock war da auf jeden Fall bei. Und dann glaube ich zwei goldene Kabels. Wir schauen mal. Und dann so. Ha! Vollprofi. Vollprofi. Könnt ihr nichts gegen sagen, ich bin der volle Profi hier. So, dann kommt der einmal hier so hin. Und dann kann ich auch hier mal mit goldenem Kabel verbinden. So. Und da müsste er Strom kriegen. Sehr gut, jetzt kriegt er Strom. Alles klar. Dann haben wir das mal wieder gefixt. Weil ich auch immer auf so blöde Ideen kommen muss. Sollen wir ein paar Sachen hier wegtun. Wegtüten, töten. Paper. Hast du Paper für mich? Quecksilber, richtig. Quecksilber kriegen wir auch noch aus einem Ohr raus irgendwie. Welches Ohr das genau war, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir gucken mal eben kurz nach den CF-Pellets. CF-Pellets. Das war Wasser, Redstone und Clay Dust, genau. Clay Dust. Das brauchen wir. Ach ja. Muss ja nochmal wieder ein Stack Kohle reinstecken. Aber okay. Gott, so viel zu tun hier. So unglaublich viel zu tun. Und nur so wenig Zeit. Na, geht eigentlich. So, dann müssten wir eigentlich Clay Dust aus Clay kriegen, logischerweise. Und zwar dann natürlich auch im Macerator. Sonst würde es ja natürlich keinen Sinn machen. Das ist so. Ich muss mal kurz auftauchen. Okay. Das wäre total sinnlos. Und sinnlose Sachen gehen nicht in meinen Kopf. Okay. Das ist auch noch mehr Clay. Nee, egal. Das reicht erstmal. Das reicht jetzt erstmal. Jo. Das werden wir dann auch mal eben kurz... verschrotten. Gott, ist das ein hässliches Haus. Aber okay. Und das müssen wir auch noch machen. Okay, aber da suche ich mir dann erstmal einen Platz für, weil wir haben erstmal das erreicht, was ich erreichen wollte. Und zwar erstmal ordentlich Gummi. Gib Gummi. Gut. Und jetzt müsste das so funktionieren, oder? Nein, verdammt, das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Was soll denn das? Krieg ich denn sonst Clay Dust her? Ah, so, okay. Verdammt. Brauche ich ja doch mehr, als ich dachte. Ah, na gut. Na gut. Dann lassen wir das schon mal eben hier. Und dann hole ich nochmal eben mehr Clay. Nee. Immer mehr Clay, mehr Clay. Ah, na gut. Ich sammle mir eben alles, was ich brauche und dann geht's gleich weiter. Jetzt habe ich ja das, was ich brauche. Bis auf Redstone. Redstone. So, dann Redstone, Coal Dust, Clay und Wasser. Wow, das gibt echt eine Menge. Und das Ganze müssen wir jetzt einmal hier so in den Kompressor rein. Ich nehme mal kurz hier die Speed Upgrades raus und die eine Hälfte mal hier rein. Und die andere, theoretische Hälfte da rein. Dann kriegen wir da CF-Pellets raus. Sehr gut. In der Zeit machen wir schon einmal Folgendes. Ein CF-Backpack. Das können wir natürlich auch machen, aber... wie füllt man das Ding nochmal auf? Ich glaube, das war doch hier in dem...
Na gut. Auf den Zinn. Ne, Zinn haben wir nicht so viel. Zinn Ingot. Ah, guck mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Komm, wir wollen mal hier nicht so geizen. Dann brauche ich auch wieder ein neues Gerät. Nein, das wollen wir nicht machen. Egal. Gleich hole ich wieder rum, weil ich keinen Zinn habe. So, ich habe gar keinen Zinn mehr. Was habe ich nur damit gemacht? Und nochmal einen Tank. Und deinen letzten. Ja, komm. Das verkraften wir jetzt einfach mal eben. War das ein Schaltkreis? So. Ein Schaltkreis war das. Und was war das noch? Ein Zinnbarren und die CF-Sprayer. CF-Sprayer, ganz geile Sache. Das Rezept habt ihr, glaube ich, vorhin schon gesehen. 2 Stück brauchen wir. So, die werden einfach so gecraftet. Und die kann man da natürlich füllen. Aber wir machen jetzt so. Und dann. Zinn war das, genau, da Zinn und den Schaltkreis da drüber und dann haben wir ein CF-Backpack. Und um diesen zu befüllen, benötigen wir ein neues Gerät. Das ist, glaube ich, eine Canning Machine. Da haben wir so, die Canning Machine. Oh, noch mehr Zinn. Okay. Naja, wir haben es ja. Aber ich müsste mal gucken, vielleicht haben wir es ja wirklich und ich weiß es nicht. So rum. Nein, Maschinenblock noch. Verdammt, jetzt haben wir kein Refined Iron mehr. Und der Induction Öfen ist weg. Iron Furnace. Okay. Bauen wir den mal kurz ab. Dann Advanced Maschinenblock haben wir noch. Wir brauchen dann nur noch Advanced Circuits. Die sind jetzt auch nicht so schwer. Machen wir uns auch mal eben schnell auf die Schnelle. Das war Circuit, Redstone und was noch? Lapis, genau. Lapis. Lapis Lazuli. So. Dann war das Schaltkreis in die Mitte und so und dann so und Redstone in die Ecken, richtig? Yeah. Dann machen wir gleich nochmal ein Rezept dazu. Dann haben wir es. So. Nein, wir brauchen 2. Verdammt. So, seht ihr? Und jetzt müsste ich den ganzen Kram nochmal machen. Aber nein, das geht einfach so. Total geile Sache. Okay, und dann war das mit Bronze, glaube ich. Ne, mit Kupfer. Kupfer. Ich denke. So, Iron Furnace. Dann darüber der Advanced Maschinenblock. Dann mit Kupfer. Oder? Andersrum. Nein, verdammt. Induktionsherd. Ach, komplett mit. Oh, jetzt habe ich die Advanced Dinger komplett umsonst gemacht. Das war gar nicht für den. Oh Mann. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall welche, falls ihr mal. Hä? Bin ich jetzt total bescheuert? Ach, einen elektronischen Ofen. Natürlich. Wie machen wir den nochmal? Der braucht einen Schaltkreis, okay. Ja, wir brauchen gleich nochmal so einen Schaltkreis. Ah. Und was war das noch? Refined Iron, oder? Nee, Redstone. Dann machen wir das mit ihm hier. Redstone an den Seiten. Und der Schaltkreis da drüber. So, dann kann der eine Schaltkreis auch wieder zurück. Nehmen wir den raus. Dann setzen den dahin. Advanced Maschinenblock und mit Kupfer umkreisen. Dann haben wir wieder einen Induktionsherd. Der ist ganz wichtig. Oh, verdammt. Ganz wichtig für uns.
Ansonsten kann ich hier nichts auf die Schnelle brennen und das ist scheiße. Also, ich noch ein Lever. Ja, hab ich. Und der Induktionsherd, wenn ich mich jetzt mal nicht irre, kann auch direkt mittlere Spannung aufnehmen. Hi, my name is... Ach, du hast einen komischen Helm auf. Sonst irgendwas hier? Also, nein. Okay. Sehr gut. So, entweder fliegt er mir jetzt um die Ohren oder funktioniert. Okay, er ist nicht um die Ohren geflogen, also habe ich recht und, tja. Und er kann doch auch direkt mittlere Spannung annehmen. Packen wir das mal eben da oben drauf. Schalten den wieder an. Damit er sich wieder aufheizt und brennen mal eben ein Stack. Eisen. So, und der kommt da nochmal rein. Kannst mir den auch schon mal eben geben. Und ich packe die Dinger schon mal eben in die da rein hier, so. Genauso wie das. Dies, jenes. Puh. Hä, jenes. Verstehst du? Nein. Gut. Wer braucht denn jetzt die Canning Machine? Canning Machine, die war mit Zinn, Maschinenblock. Genau, deswegen brauchen wir auch das Refined Iron. So kommt wieder eins zum nächsten. Und ich erinnere mich wieder, was ich eigentlich machen wollte. Ah, super, das reicht. Das reicht für den Öfen. Für die Canning-Dings hier da, weil... Und so. Ups, das war ein zu viel. So, Maschinenblock. Dann ein Schaltkreis oben drauf. Und jetzt habe ich Zinn weggepackt. Hochprofessionell von mir. Wieder mal von mir. Also Maschinenblock, Schaltkreis und Zinn. Warum wird eigentlich so viel Mist mit Zinn gecraftet? Das ist echt unnormal. Jo. Okay, dann haben wir eine Canning Machine. Ach, egal. So. Oh, sorry. Das war jetzt ein bisschen laut. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, was ich in der Regel sehr oft tue, dann müssten jetzt die CF-Pellets da so rein und müssten das Ganze jetzt hier befüllen. Ich glaube, da geht er schon mal nicht rein. Da unten geht er rein. Und da, sehr gut, genau so war das. Ha, habe ich das doch noch richtig in Erinnerung. Hey, habe ich mich doch noch richtig in Erinnerung? Hey, kenn ich mich überhaupt? So. Und der wird jetzt aufgefüllt. Ich glaube, ein Stack davon kann er nehmen. Und wir brauchen jetzt noch was anderes. Meine Töttel habe ich gerade da. Passt schon mal ganz gut. Trifft sich ganz gut. Ach ja, treffen sich zwei. Kommt der eine nicht. Und zwar... da habe ich gerade noch... Ach, der refüllt ja von alleine bei dem Programm. Baum 2x2. Go! So, wir brauchen nämlich jetzt etwas aus Holz. Und zwar benötigen wir... Habe ich da Holz? Nein, habe ich nicht. Was habe ich da für Kram? Aha, okay. Aha. Ich verstehe. Okay. Nein. Gut, wir brauchen jetzt nämlich eine Konstruktionshilfe sozusagen. Und dafür benötigen wir jetzt auch mal die Sticks. Wir machen jetzt erstmal hier ein paar Holzblöcke. Aber nee, Moment. Wir machen erstmal nochmal Sticks. So, und jetzt Holzblöcke. Und dann war das, glaube ich, so. Genau. Oh, scheiße, da kriegt man doch mehr raus, als ich gedacht habe. Also brauchen wir doch nicht so viele. Zum Glück habe ich jetzt nicht geschiftet. Aber so 4 Stacks davon nehme ich jetzt einfach mal mit. Und diese Dinger sind eine Konstruktionshilfe für die CF-Pellets. Was das genau macht, zeige ich euch gleich. Ich habe noch ein Silver. Genau, da habe ich mich
verboated, vercraftet. Vercraftet habe ich mich da. Und aus Versehen das Falsche gemacht. Gebaut. So. Clay. Ich baue eben den Clay einfach mal da oben mit rein. So, was sind ja Clayblöcke. LCF Palace nehme ich auch mal eben mit, nur für den Fall, dass das Ding eventuell zwei Stacks aufnehmen könnte. Aber ich glaube nicht. Oh, ich glaube doch. Habe ich das doch halbwegs richtig in Erinnerung gehabt. Gut, die Maschine ist aber auch gleich durch damit. Dann legen wir den da rein und packen nochmal direkt einen Stack rein. Dann haben wir auf jeden Fall genug davon. So, das hier ist jetzt wirklich einfach nur so eine Konstruktionshilfe. Die Dinger werden einfach so auf den, ja, irgendwo so hingesetzt. Tun sonst nichts. Dann kann so drüber laufen. Kann man auch als extrem billiges Baumaterial nehmen. Oh, oh shit. Stimmt, da war ja auch was. Genau, wenn man jetzt hier so ganz normal draufklickt, mit der Maus halt, dann zieht man das Ganze hoch. Jetzt natürlich die Frage, warum sollte man so etwas brauchen? Aber so etwas braucht man. Glaubt es mir doch einfach. So, was diese Dinger gleich genau machen, das werdet ihr sehen. Denn mit den Dingern hier kann man eine Konstruktion machen. Eine bestimmte Konstruktion. Upsala. Nicht da reinfallen, nicht da reinfallen. Ja, damit. Ich will alle wieder haben. Oh, verdammt, einer ist schon weg. Geronimo. So. Okay. Oh, jetzt habe ich eine Verklappe gerissen. Ups, ups, ups. So. Egal. Ich könnte euch das doch mal eben... Doch, ich könnte euch das mal eben zeigen in der Zeit, wo das ganze Ding da hinten aufgeladen wird. Nee, doch nicht. Nö, mache ich nicht. Aber das Ding müsste auch schon gleich fertig sein. Oh, ich dachte gerade, es wäre schon wieder dunkel. Und ich kann nicht rennen. Mann. Keine Fackeln dabei. So viele Probleme. So viele Probleme. Mann, Mann, Mann. Gut, da müssen jetzt die CF-Pellets drin sein, genau. Und der müsste auch bald durch sein, ja. Ist der auch so gut wie? Egal, so. Kann ich den eventuell mit dem Mining Stone irgendwas umwandeln hier? Ups. Ja, cool. Aha. Und das war's, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. CF-Pellets wollte ich oben reinlegen. Nein. Da oben in die Kiste. So. Uiuiuiuiui. Gab's da noch irgendwie einen elektrischen? Nee, ne? Das war nur der ganz normale. Richtig? Richtig. Das war einfach nur eine CF-Spare. Das heißt, ich brauche sowieso mal eben einen neuen. Habe ich noch da Kabel? Ja, habe ich. Sticks habe ich aber nicht mehr. Oh, ich brauche noch mal eben Fackeln. Ich habe gar keine Fackeln mehr. Da wollen wir die Schlangen drum fackeln und ein paar Fackeln machen. Wie witzig. So. Ein Stack Kohle. Die geil. What the f... Ich dachte gerade, boah. Auf einmal überall Geräusche, nur weil ich die Kiste aufgemacht habe. Das ist meine Kiste, Mann. Lass mich in Ruhe. Mann. So, ja. Die Fackeln kann ich schon mal craften. Und dann craften wir uns eben nochmal so einen schönen CF-Sprayer. Zack, 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 zack. Tadada. Und den kann man auch so aufladen, indem man ihn in die Crafting-Table mit den Pellets hier legt. So, zack, da haben wir den CF-Sprayer ein bisschen aufgeladen. Und damit kann man sowas machen. Wow, cool, was ist das? Was tut es? Es ist weiß und... Oh, verdammt. Oh, shit. Und jetzt habe ich gerade das schon etwas auswachsen lassen. So, also ihr seht, wenn ihr mit dem CS-Sprayer ganz normal rumsprüht, dann, ja, sprüht einfach einen Haufen dahin. Uncool, aber das Zeug härtet aus. Und dann wird es zu dem Kram hier. Und das Zeug hier könnt ihr jetzt so nicht, also kriegt ihr nicht wieder. Aber... Dieser Stein hat zwei entscheidende Vorteile, warum ich ihn im Boden haben will.
Eigentlich will ich ihn nur wegen einem Vorteil im Boden haben, aber dieses Material hier ist explosionssicher. Das heißt, es da das geht nicht kaputt, wenn irgendwas dran oder drum explodiert, egal ob Creeper oder sonstiges, nur bei einem Atomkernreaktor sagen die Blöcke dann irgendwann ratzfatz tschö. Aber ansonsten für normale Minecraft-Verhältnisse, verdammt, es wird dunkel, sage ich mal, ist das Zeug optimal geeignet, weil es einfach richtig, richtig billig ist herzustellen und auch so zu verarbeiten. Und es ist halt, wie ich schon gesagt habe, explosionssicher. So, das ist der eine Vorteil daran. Der zweite Vorteil und der, warum ich das Ganze nehme, ist der, dass er fairbar ist. So, und mit diesem CF-Backpack müsste mein CF-Sprayer automatisch nachgefüllt werden.